Generation Testbild war diesmal im Münsterländischen Rheine. Hier gibt es ein Kino der besonderen Art, das Metropoli-Kino für kleine Leute. Wir haben mit dem Betreiber Heinz Schulte gesprochen. Ja, die Idee Metropoli, Kino für kleine Leute, ist entstanden, als ich 2003 am Metropoltheater in Rheine stand, als es abgerissen wurde. Das ist das Gebäude als Theaterpalast 1933 gebaut, 1934 in Betrieb genommen, einfach in Rheine in der Geschichte nicht wegzudenken. Und ich fand es sehr, sehr schade, dass das Gebäude abgerissen wurde. Das war das letzte von Anton Pötter erbaute Gebäude, das in Deutschland stand, mit der schönen Kurvung zum Kardinal-Galen-Ring. Und ich ging danach ins Stadtarchiv und erkundigte mich, ob es etwas Filmisches über das Metropoltheater und deren Kinogeschichte um Rheine herum zu lesen gibt. Und ich musste dann erfahren, es gab nichts. Herr Giesmann, Herr Dr. Giesmann sagte mir, ich habe nicht einmal ein Foto. Und das war für mich der Auslöser, die Kinogeschichte der Stadt Rheine zu recherchieren. Das war der Anfang. Schnell bekam ich dann von dem abgerissenen Metropoltheater ein paar Kinostühle, die ich hier in den Räumen eingebaut habe, und es sammelten sich ein wenig Exponate dazu. Meine Eltern hatten übrigens zu dem Metropoltheater eine besondere Beziehung. Mein Vater war dort ab 1947 als Bühnenmeister tätig. Und meine Mutter machte dort die Garderoben, die Starbesetzung, die weibliche Besetzung wurde von meiner Mutter angezogen, frisch gemacht, frisiert, in den Pausen nochmal wieder frisch gemacht. Und so hatte ich dann als Kind, 1955 geboren, auch eine Beziehung zu diesem Metropoltheater. Und ich habe dann, wenn man so will, die Kinogeschichte und die Theaterbühne, ja, wenn man will, mit der Muttermilch eingesogen. Richtig bewusst geworden ist mir diese Zeit als Abenteuer erst tatsächlich, als das Gebäude abgerissen wurde. Inzwischen hat sich sehr viel gesammelt hier im Metropoli, denn ich war nicht der Einzige, der sich für diese Zeit interessierte. Schnell sprach es sich herum, dass sich hier etwas sammelt, was eine ganz leidenschaftliche Geschichte in Rheine erzählt. So sammelten sich Kinostühle, ein elektrisches Klavier, der originale Kokosläufer aus verschiedenen Rheiner Kinos, Kinoprojektoren, selbst der Fußboden, die Kinokasse, Kinoreklame, Leuchten, der Kinogong, der Vorhangmotor, der den Vorhang öffnet. All diese Dinge sind inzwischen hier eingebaut. Warum die Decke blau ist und warum wir hier einen Spiegel unter der Decke haben. Jedes Exponat hier im Metropoli, Kino für kleine Leute, erzählt eine eigene kleine Geschichte. Und wenn Zuschauergruppen kommen, bringen diese ihre eigenen Geschichten nochmal mit. Jeder Mensch hat etwas Eigenes erlebt. Somit formiert sich im Grunde das Metropoli mit Geschichten, Exponaten und macht es interessant. Also das Metropoli, Kino für kleine Leute, ist also eine Namensgebung als Verniedlichung vom Metropoltheater. Metropoltheater also als Verniedlichung, das I angehangen ergibt Metropoli, und Kino für kleine Leute ist eigentlich nicht meine Erfindung. Es gab ein Kino, das Toli-Kino, Toli, Thomann, Lichtspiele. Das genannte Toli-Kino war ein Kino für kleine Leute. Herr Thomann hatte das Kino 1951, am 14. März 1951 eröffnet und hat es als Kino für kleine Leute angeboten, neben seiner Gaststätte. Man konnte für kleines Geld, für wenig Geld ins Kino gehen. Und da gibt es einen originalen Schriftzug, und ich habe mir dann erlaubt, diesen Slogan zu übernehmen. Das Kino gibt es nicht mehr. Leider hat die Familie auch diesen Kinobetrieb eingestellt. Die Herrschaften sind inzwischen verstorben.
Also so ist die Geschichte Kino für kleine Leute inzwischen interessant und die Menschen erinnern sich gerne an diese Besuche in Rheiner Kinos. Also Rheine war immer eine ganz interessante Kinostadt, angefangen von 1903. Heinrich Cordesmeyer eröffnete 1903 in seinem Saalbetrieb an der Surenburgstraße mit einer Pathé-Maschine die erste Kinoveranstaltung. Das muss man sich vorstellen, also es gab vorher mit Laterna Magica und Standbilder Unterhaltung, aber ein Bewegtbild zu sehen, das war etwas ganz Neues. Und somit haben auch andere schnell Interesse daran gefunden und haben ein Kino eröffnet, wobei es zu unterscheiden ist, Saalkino und ein richtig ortsfestes Kino, also als Kinomatographentheater. Das hat sich dann über die Jahre, gerade auch in der Nazi-Zeit, hat man ja den Film auch gebraucht als Waffe, so dass man Wochenschauen zeigte. Somit hat man Kinos eröffnet und damit ja praktisch die Kinos gefüllt. Nach den Kriegsjahren hatten es alle schwer. Das Kino Cordesmeyer durfte als erstes wieder öffnen. Schnell sind andere wieder auch auf den Zug gesprungen, haben sehr viel investiert und wir hatten 1960-62 mit 44.000 Einwohnern in Rheine 4.080 Kinoplätze. Das war also für eine Stadt auf dem Land, kann man so sagen, also überdimensional viel. Dass wir 4.080 Kinoplätze hatten, hat auch daran gelegen, dass Rheine ein Bundeswehrstandort war. Wir waren eine Garnisonstadt. So haben die Kinobetreiber sehr viel investiert, auch in große Kinosäle. Dann wundert man sich vielleicht auch hier in der Ausstellung, warum ein Fernseher in eine Kinoausstellung steht. Denn ich spreche immer von Film- und Kinogeschichte. Und der Fernseher hat also tatsächlich zum Kino im sehr starken Wettbewerb gestanden, Anfang der 60er Jahre, als dann im April 1963 das zweite deutsche Fernsehen erstmals ausstrahlte, blieben die Kinobesucher zu Hause und die Kinobetreiber nannten das Fernsehen das Pantoffelkino. Und somit ist also auch hier der Fernseher in der Reihe der Kinogeschichte ein wertvolles Stück Zeitgeschichte, wenn man so will. Ja, was passiert hier in diesem Raum? Also zunächst einmal, dieser Raum beinhaltet Kinobestuhlung, Pölsterchen aus vielen verschiedenen Rheiner Kinos. Der älteste Stuhl ist aus dem Jahr 1903. In der ersten Reihe sitzen die Besucher, wenn sie dann Platz nehmen, im ehemaligen Toli-Kino. Ich sitze gerade hier in den Polstern vom Universum-Kino gegenüber. Sind Stühle aus dem M-Store-Kino. Dort gibt es Bestuhlung aus dem Delhi-Kino. Ganz interessant ist diese Liebesbank sozusagen. Es ist ein Zweisitzer ohne Mittellehne. Was passiert hier, wenn hier Besuchergruppen kommen? Es ist immer unglaublich interessant. Also die Besucher nehmen Platz, sind neugierig. Was sieht man hier? Die werden begrüßt mit dem ehemaligen schönen Kinogong, den man nun heute gar nicht mehr hört. Ich komme dann mit dem Bauchladen und so kommen so langsam die Besucher in Stimmung, erinnern sich an die Zeit von damals. Also dieser original Kinogong stammt aus dem Alemannia-Kino in Rheine, ist aus den 1930er Jahren und funktioniert ganz einfach mechanisch. Wir haben hier drei Tasten. Funktion, wie gesagt, ganz einfach, die ist mechanisch. Es gibt ein kleines Hämmerchen. Auf diesem Hämmerchen ist ein Filzklotz angebracht. Dieser Filzklotz wird umgelenkt, schlägt auf eine Wolfram-Elektrode. Drei Elektroden befinden sich hier in diesem kleinen Diffusor. Und die sind unterschiedlich lang und durch die unterschiedliche Länge, wie eine Stimmgabel, wird auch der unterschiedliche Ton erzeugt. Zusätzlich gibt es so eine kleine Spule, dann die über den Verstärker und den Lautsprecher hier den Ton erst richtig schön macht.
Also würde man ihn nicht über den Lautsprecher hören, dann ist das eher so ein verstecktes Geräusch. Deshalb, also dieser Kinogong hat schon etwas ganz Markantes. Und wenn die Besuchergruppen kommen, ist das das erste Aha-Erlebnis sozusagen. Und dann erinnern sie sich an diese Zeit von damals. Ja, wie alles andere auch ein Originalexponat ist diese Schaltergruppe. Von hier aus startete man im Metropoltheater den Motor, der den Vorhang öffnete zur Kinoleinwand. Heute öffnet hier im Metropoli dieser Schalter oder startet den Motor, der früher im Toli-Kino den Motor angetrieben hat, um den Vorhang zu öffnen. Also die Exponate wie Bestuhlung hier im Raum habe ich zum Teil günstig bekommen, aber auch zum Teil teuer einkaufen müssen. Die Liebesbank zum Beispiel, davon gab es ja nur ein paar. Das war schon, ja, ich hätte es, das war schon fast unverschämt. Aber es waren halt andere Bewerber auch dort und so habe ich diese Kino, diese Liebesbank für etwas mehr Geld gekauft. Diese Bestuhlung hier war in einem sehr desolaten Zustand. So waren sie also auch weitaus günstiger. Ich habe sie dann aber nicht vollständig restauriert, weil sie auch dieses Alter auch noch ausdrücken sollen. Dann gibt es diese Bestuhlung aus dem Deli-Kino, die waren völlig desolat und ich habe sie in neuem Polster beziehen lassen, aber so in dem gleichen Bezug, wie sie auch früher waren, so wie von einem Möbelrestaurator das entsprechende, das Holz entsprechend aufarbeiten lassen. Viele Dinge habe ich selber gemacht, aber aufgrund meiner Filmsichtung, Restauration geht dann irgendwann die Zeit aus und so ja, gebe ich dann auch schon mal Dinge weg. Also hier wird schon viel investiert, was letzten Endes auch alles privat finanziert ist. Das wird gelebt von meiner Familie, meiner Frau und unseren Kindern. Die Projektoren, das ist ein Teil, den ich damals ja, als neue Geräte gekauft habe. Und dann gibt es Geräte, die also auch heute noch von hohem Wert sind. Da zahlt man dann auch schnell nochmal 500, 800 oder 1000 Euro für, auch wenn sie alt sind. Nur diese Geräte nützen einem nichts, wenn sie lange gestanden haben. Die müssen laufen, müssen gewartet werden. Auch das kostet viel Geld. Andere Exponate, die Geschichten erzählen, wie Kino für kleine Leute oder Fotografien, das sind Schenkungen. Der Saallichtregler zum Beispiel, das ist noch ein Exponat aus dem Emsdorf-Kino und ganz früher Alemannia-Kino. Das Alemannia-Kino wird 1927 erstmals erwähnt, also auch ein Original. Oder der Motor, der den Kinovorhang am 14. März 1951 erstmals im Toli-Kino öffnete. Das sind alles Original-Exponate, die habe ich geschenkt bekommen aus den Familien. Ja, so zu den Fotografien, die wir hier haben von Prominenten, haben wir auch einen prominenten Gast gehabt, der hier auf der Liebesbank gesessen hat. Das war Monitor. Moderator Klaus Bettnartz mit seiner Lebensgefährtin. Dort gibt es auch noch ein Foto auf der Rückwand. Und ja, ein ganz besonderes Ereignis war für mich natürlich auch, dass ich Mario Adorf zu seinem 75. Geburtstag gratulieren durfte. Das Metropoli hat einen freundschaftlichen Kontakt zum Filmmuseum nach Düsseldorf. Und so bin ich auch dort zu Veranstaltungen häufig eingeladen, so durfte ich ihm dann ein wertvolles Fläschchen Wein überreichen. Im Hintergrund sieht man Frau Dr. Sabine Lenk, die zu dem Zeitpunkt dort als Direktorin die Verantwortung hatte. Ja, ganz besonders auch der Kontakt zu Karin Bahl. Karin Bahl kam 1955 in die Kinos mit dem Film Die
Halbstarken und die Fahrraddiebe. Karim Bahl lernte ich auch im Filmmuseum Düsseldorf kennen. Und wir haben uns dort so nett an dem Abend, hier gibt es noch eine Aufnahme mit Billy Zügler, ihrer Tochter, wir haben uns dann abends bei so einem Gläschen Wein näher kennengelernt und dann ist tatsächlich der Kontakt erhalten geblieben, sodass wir auch mal miteinander telefonieren und dass wir uns Weihnachten Karten schreiben. Zum Geburtstag habe ich ihr etwas geschickt und eine nette Aufmerksamkeit und so bekam ich dann von Karim Bahl diese wertvollen Fotos. Peter Chamonix, auch einer der bedeutendsten Filmemacher hier für unsere Region, leider auch schon verstorben. Zu Leni Riefenstahl, da kann ich etwas sagen. Leni Riefenstahl hatte ich das Glück, dass ich 1998 in Potsdam in ihrer Nähe sein durfte. Ich hatte dann auch die Gelegenheit, aus nächster Nähe ein Foto zu machen, bekam dann den Kontakt zu ihrer Sekretärin Gisela Jahn und dieser Kontakt dauerte an, bis Leni Riefenstahl im Jahre 2003 verstarb. In diesem Zeitraum hatte ich dann mir Bücher gekauft, weil ich über diese Person etwas mehr erfahren wollte. Ich wusste, sie war eine sehr umstrittene Frau, aber mich interessierte einfach, was war das wirklich für eine Frau? Sie hat so unglaublich tolle Spielfilme gedreht früher. Dann ganz besonders zu erwähnen ist der Film Olympia 1936. Sie hat filmische Techniken angewandt, die es bis dahin noch nie gegeben hat. Das war alles aus ihrem Kopf, aus ihrer Idee her raus entstanden. Und ich muss ganz offen sagen, also das war eine Leistung, die nicht zu unterschätzen ist und auch in der Filmografie, wenn man so will, ja, plötzlich ganz neu war und auch eine Weltanerkennung bekommen hat. Sie hat Gräben werfen lassen, ist dort mit Kameras auf Schienen gefahren, also praktisch an Langläufer in der Fahrt vorbei, immer am Bein oder am Fuß gewesen. Das sind alles Aufnahmen gewesen, die man so vorher gar nicht hatte. Ich habe Gisela Jahn und Frau Riefenstahl, nachdem man mir Widmungen und Bücher signiert hat, habe ich mir einfach vorgenommen, dass Frau Riefenstahl wegen ihrer filmischen Leistung hier einen Platz bekommt. Wer ins Metropoli kommt, sollte möglichst anschließend keine Termine haben. Es ist so, ich sage immer zweieinhalb Stunden Zeit muss man haben. Ich schaue nicht auf die Uhr, weil ich genau weiß, dass die Diskussionen im Anschluss spannend sind und die Menschen gar nicht mehr auf die Uhr schauen. Also zweieinhalb Stunden Zeit muss man also mindestens haben. Manchmal werden es auch drei Stunden und gezeigt werden halt eben lokalhistorische Filme. Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind immer bewegend, weil sich die Menschen gerade dann in ihrer Zeit zurückversetzt fühlen. Man kramt sozusagen als Besucher hier im Dorf seiner eigenen Jugend. Man sieht Kinder in ihren kleinen Lederhosen oder die Kleidung von früher. Und gezeigt werden die Filme dann in den Formaten Normal 8, Super 8, 16 mm oder inzwischen digitalisiert dann auch über den Beamer. Das kommt immer auf die Situation an. Es gibt auch Situationen, dass ich dann einen Film über den Projektor anlaufen lasse. Das heißt, der Film geht zu Ende und ich schalte den Beamer dann dazu. Es hat also einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Man hört dieses Projektionsgeräusch von dem Projektor. Dann mischt sich das natürlich mit den tollen Bildern auf der Leinwand. Und wenn dann irgendwann der Beamer dann dazu schaltet, dann hat das auch noch einen anderen Grund. Es gibt Filme, die ich nicht gerne häufig spiele. Der Film ist halt in einem gewissen Alter und braucht seine Pflege. Das übernimmt dann die moderne Technik. Mein ältester Film ist übrigens von 1920. Es handelt sich da um eine Hochzeitsfeier. Erstmal muss man wissen, gerade war der Erste Weltkrieg zu Ende. Man heiratete sehr bescheiden, aber man konnte wieder lachen lernen. Das sieht man also auch an den Aufnahmen.
Die Kleidung, ganz interessant, die Frau in Schwarz gekleidet als Braut und hat dann einen ganz kleinen, dezenten weißen Schleier. Also 1920. Ja, das geht also im Grunde genommen durch die Jahrzehnte, über die Kriegsjahre, der Wiederaufbau, das Weltwirtschaftswunder. Dann sieht man also auch schon die Veränderungen, die Gebäude. Rheine war sehr zerstört, muss man sagen, dadurch, dass wir einen Eisenbahnknotenpunkt hatten und wir waren eine Garnisonstadt. Deshalb war Rhein ein Angriffsziel für die Alliierten. Dann, wie gesagt, der Wiederaufbau, das war sehr, oder ist sehr interessant zu sehen, dass es keine Baumaschinen gab. Die Menschen arbeiteten nur mit Muskelkraft. Schwere Koffersteine, damit hat man Straßen gepflastert und mit einem Stampfer fest gestampft. Also keine Maschinen, es gab keine Maschinen. Und man hat eine ganze Stadt, die so zerstört war, wieder aufgebaut. Dann durch dieses Weltwirtschaftswunder in die Zeit, die man dann leider auch auf dem Film sieht. Ich frage mich manchmal, oder die Besucher fragen sich, warum hat man alles wieder aufgebaut, wenn man 10 oder 20 Jahre später dann alles wieder abreißt. Am Ende der Veranstaltung sieht man dann häufig, dass alles, was die Besucher hier gerade gesehen haben, ihre Zeit war in Rheine. Aber auch alles Geschichte ist. Die Gebäude sind in den meisten Fällen nicht mehr da. Die industriellen Schwerpunkte, die wir hatten in Rheine, sind nicht mehr da. Das ist die Eisenbahn, die Textilgeschichte, die Bundeswehr, und so könnte ich jetzt einige aufzählen. Alle sind nicht mehr da. Und das ist häufig auch der Anlass der Besuchergruppen, die hier sind, ja, aus ihrem Leben zu erzählen. Und mal darüber nachzudenken, warum haben wir diese Gebäude nicht mehr? Warum hat man sich für den Abriss entschieden? Heute weiß man, dass das nicht alles richtig war. Und auch die Politik, die hier gelegentlich Platz nimmt, weiß das, dass viele Fehler gemacht wurden. Und man heute doch eher darüber nachdenkt, wenn man etwas verändern möchte. Und da kommt es heute auch schon mal vor, dass man einen Giebel der Vorderfront komplett abstützt und stehen lässt, das Haus dahinter abreißt, sodass wir das Stadtbild von früher erhalten. Und das hat sicherlich auch einen Anlass genommen, dass man diese Filme mal über die Kinoleinwand laufen lassen hat, wo man zum Beispiel die alte Post noch sieht, die man heute gerne wieder hätte. Diese Fehler möchte man nicht wiederholen. Und das ist auch im Rahmen der Politik schon deutlich geworden. Und daraus erzählt sich eine ganz besondere, schöne Geschichte, beispielsweise aus dieser Liebesbank. Es meldete sich eine Frau aus Münster, die einen Beitrag in der WDR-Lokalzeit gesehen hat über das Metropoli. Und sie erzählte mir so ganz leidenschaftlich, wie sie sich 1951 mal mit ihrem Ewald im Toli-Kino in Rheine traf, um gemeinsam zusammen zu sein. Sie erzählten das so, dass sie sich unglaublich liebten, ihre Eltern aber den Kontakt eigentlich nicht wollten. Und so ging man dann halt ins Tulli-Kino, um zu kuscheln. Und wie mir dann die Frau sagte, dass sie dort so manchen Film verpasst haben, beschreibt im Grunde genommen alles. Und als dann die Leidenschaft ihrerseits so durchkam, habe ich sie hierhin eingeladen und habe ihr gesagt, und wenn sie ihren Ewald von damals wiederfindet, dann möchte sie ihn doch bitte mitbringen, vielleicht auch noch Freunde aus der Zeit von damals. Und das hat stattgefunden. Ich habe hier gesessen, das ging teilweise so unter die Haut, das muss man sich mal vorstellen, zwei damals jung verliebte Personen treffen sich 50 Jahre später verabredet wieder und nehmen auf diese Liebesbank Platz, auf den sie damals ja so leidenschaftlich gekuschelt haben. So könnte ich viele, viele Geschichten erzählen, dass ich inzwischen ein Buch schreiben könnte, was auch wirklich irgendwann meinerseits gewünscht geschrieben werden soll. Es gibt so viele Erzählungen, wenn Gruppen kommen, sehen die natürlich etwas lokalhistorisch auf der Leinwand. Manchmal Kurzfilme, und diese Kurzfilme lösen eine unglaublich spannende
Diskussion aus unter den Teilnehmern. Jeder Mensch hat etwas Eigenes erlebt. So, und so ist jede Führung, die ich hier mache, unterschiedlich. So erzählt zum Beispiel eine Dame, die ich hier eingeladen hatte zur Nacht der Museen, die jedes Jahr in Rheine stattfindet. Nicht nur die Dame, sondern Menschen, die einen besonderen Bezug haben zum Kino. Das heißt Senioren, die einen Bezug früher zum Kino hatten. Und so meldete sich eine Dame, die erzählte mir ganz leidenschaftlich, wie sie 1941 vor dem Metropoltheater einen jungen Mann sah. Sie sprach ihn an, ob er ihr Geld leihen könnte für eine Kinokarte. Sie hatte wohl welches, aber sie wollte halt den jungen Mann einfach ansprechen. Natürlich hat er ihr Geld geliehen und sie hat ihn dann aber aus den Augen verloren. Und durch einen glücklichen Zufall hat sie in einem Fotogeschäft in der Rheine das Foto von diesem jungen Mann im Schaufenster gesehen. Und durch Hilfe ihres Vaters, der dann die Geschichte kannte, hat sie diesen jungen Mann natürlich wieder angetroffen und sie wollte ihm das Geld wiedergeben. Er hat gesagt, nein, lass uns doch mal gemeinsam ins Kino gehen. Das war der zweite Schritt. Der dritte Schritt war dann, dass er eingezogen wurde. Er musste an die Front und beide waren so verliebt und waren sich darüber im Klaren, es könnte sein, dass er nicht wiederkommt. Dann war es der Wunsch von beiden, wir heiraten. Man hat dann geheiratet und der Mann zog in den Krieg und dann erzählt mir Barbara, so hieß die Frau, als mein Mann wiederkam, war das nicht der Mann, den ich geheiratet habe. Er war so traumatisiert. Sie sagte, ein völlig anderer Mensch, aber auch sie selber hat schwerste Zeiten erlebt und war auch traumatisiert. Sie sagte, nach dem Krieg war das für uns also ganz schlimm, die Verluste. Und dann hat man den Entschluss gefasst, nachdem man eigentlich nicht mehr leben wollte. Sie wollten sich beide abgesprochen das Leben nehmen, sind sie wieder dorthin gegangen, wo sie sich kennengelernt haben, ins Metropoltheater und haben sich dort bei einem Gläschen Sekt, diese Gläschen stehen heute hier in der Vitrine, sie haben sich dort bei einem Gläschen Sekt, das sie sich gegönnt haben, einen traumhaft schönen Film angesehen, der ausgelöst hat, dass die beiden plötzlich durchgeatmet haben und haben gesagt, es gibt auch noch Schönes im Leben und haben neuen Lebensmut geschöpft, nur durch diesen Kinobesuch. Die haben das zum Anlass genommen und haben diese zwei Gläser mitgenommen nach Hause und haben Zeit ihres Lebens, immer wenn es etwas zu feiern gab, aus diese zwei Gläser getrunken. Sie hat also so daran gehangen, an diese zwei Gläser, die möglicherweise mit der Kinoveranstaltung in das Leben gerettet hat, mir diese Gläser geschenkt. Sie hat mich gebeten, die zu übernehmen. Ja, sie hat es halt so ausgesprochen, sollte ich dann auch irgendwann sterben, ihr Mann war schon verstorben, würden diese Gläser möglicherweise irgendwann ja, vernichtet. Und heute erzähle ich ihre Geschichte hier im Metropoli Kino für kleine Leute. Und das ist das, was hier so leidenschaftlich häufig in so einer kleinen Führung Menschen glücklich macht. Und ich bin immer wieder fasziniert. Es gibt mir immer so ein Gänsehautgefühl, ja, wenn man diese Zeit von damals miterleben darf und mir auch immer einen Anlass gibt, darüber nachzudenken, wie gut es uns auch in der heutigen Zeit geht. Das ist auch ein Anlass, den ich häufig mitnehme, wenn ich dann mit meinen Filmen, Dokumentarfilmen, die entstehen, aus Zeitzeugeninterviews und lokalhistorischem Filmmaterial. Das nehme ich immer zum Anlass, den Menschen zu sagen, denkt einfach mal darüber nach, wie gut es uns heute geht und was unsere Generation vorher anders erlebt hat oder ertragen musste. Ja, so da ich ja noch hauptberuflich tätig bin, finde das hier alles ja, mit einer gewissen Leidenschaft statt, dass man grundsätzlich nach Terminvereinbarungen hier Platz nehmen kann. Immer, ja, ich sage jetzt mal 12 Personen maximal. Es ging auch 14, aber ich berücksichtige das einfach mit den Führungen. Die Führungen lassen sich im Rahmen von 10 bis 12 Personen
gut unternehmen. Und wenn man hier ganz entspannt mit 10 oder 12 Personen Platz nimmt, dann ist im Grunde genommen ja eine Veranstaltung immer im Dutzend möglich, sagt man auch. Das kann sein, dass das einmal in der Woche ist, das kann sein, dass das zweimal die Woche ist, stattfindet oder auch mal nur zweimal im Monat. Das hängt auch immer ganz davon ab, wie man halt private Termine hat. Man darf dabei nicht vergessen, dass es zu diesen Führungen ja auch noch viele Tätigkeiten gibt mit Filmesichten, Restaurierungsarbeiten. Ja, und dann steht halt eben auch die Familie in dem Vordergrund. Deshalb kann man also hier kein Programmkino machen, mit Uhrzeiten und Öffnungszeiten, die dann montags, dienstags, mittwochs vorausgesagt werden. Das geht hier nicht. Das ist ein, ja, ich sag jetzt mal ein Hobby, wenn auch vielleicht etwas übertrieben, ein übertriebenes Hobby, aber ich teile meine Freude mit allen, die Spaß daran haben. Also wenn Besuchergruppen kommen, die ich möglicherweise gar nicht kenne, steht für mich von vornherein noch gar nicht fest, was diese Besucher nachher auf der Leinwand zu sehen bekommen. Wenn man sich 10 Minuten kennengelernt hat, dann weiß ich ungefähr, was das für eine Zielgruppe ist. Die Fragestellung, die Begeisterung der Menschen, die ist so vielfältig, dass jede Führung eine andere ist. Und so greife ich dann in die Schublade der möglichen lokalhistorischen Filmaufnahmen. Wenn zum Beispiel jemand bei der Eisenbahn war oder auf dem Land das bäuerliche Leben gelebt hat, dann habe ich so Kurzfilme, wo dann 3, 4, 5 verschiedene Dinge vorkommen. Dann kann es auch sein, es gibt einen 78-Minuten-Film, wo die ganze Zeitgeschichte von Rheine wieder gespiegelt wird, von 1920 angefangen, ja halt eben bis in die moderne Zeit um 2000 bis 2010, würde ich sagen. Das ist also so eine Spanne. Die Besucher wissen häufig vorher gar nicht, was sie zu sehen bekommen. Sie wollen einfach das Metropoli einmal sehen und lassen sich überraschen. Und diese Überraschung gelingt mir einfach immer, dass ich dann auf diese Zielgruppe bezogen eine Filmwahl treffe, die ja immer passt. Das wird also nicht über die Zeitung angekündigt. Die Zeitung macht sehr gut mit. Allerdings auf dem Wege der verschiedenen Themen, zum Beispiel wenn besondere Filme gesucht werden. Es gibt jetzt zum Beispiel die 79er Garnison, die 1940 vom Frankreich-Feldzug zurückgekommen ist. Das nehme ich jetzt gerade zum Anlass. Es gibt Filmaufnahmen, die mir aber noch nicht ausreichen. Ich suche noch mehr Foto- und Filmmaterial und natürlich Zeitzeugen dazu. Da ist die Zeitung hier, die Lokalredaktion, sehr, sehr hilfreich. Da muss ich sagen, also ohne die öffentliche Presse würde es diese ganze Zusammenfassung, wie wir sie hier heute haben, möglicherweise auch so nicht geben. Die würde anders aussehen. Da bin ich den Medien hier, der Lokalredaktion in Rheine, sehr dankbar. Zu den Geräten wie Projektoren und Kinomaschinen kann ich Folgendes sagen. Hier ist alles ausgestellt, das kommt aus Rheine, ausschließlich. Bei den Kinomaschinen ist es so, da kann ich sagen, das ist eine Kinomaschine, die hat erstmals 1927 im Alemannia-Kino ihren Dienst getan. Oder 1951, am 14. März 1951, spielte diese Kinomaschine, die F&H, den ersten Film im Tholi-Kino. Der Film hieß Wer fuhr den grauen Ford? Das sind alles Überlieferungen. Und zu den Privatfilmern darf ich sagen, da ziehe ich meinen Hut. Die Filmer konnten es sich häufig gar nicht leisten. Ich weiß, es hat häufig sehr viel Streit gegeben in den Familien, dass kaum Brot im Schrank war, aber der Vater kaufte sich dann eine Filmkamera und dazu das teure Filmmaterial. Heute muss man sagen, wenn es diese Menschen, diese Hobbyfilmer mit ihrer Leidenschaft nicht gegeben hätte, hätten wir auch heute diese vielen Ansammlungen an lokalhistorischen Filmen nicht. Denn es ist ja immer wichtig, dass dort auch Filmrechte gesichert sind, die Autorenrechte.
Entweder habe ich sie gekauft oder von den Angehörigen übernehmen dürfen, sodass ich immer sagen kann, zu welcher Filmspule gehört welcher Autor oder Eigentümer. Zu den Geräten vielleicht noch mal kurz zu erklären. Bevor der Film 1903 in Rheine erstmals Bewegtbilder zeigte, gab es die Laterna Magica. So kann ich hier an Geräte zeigen, wie zum Beispiel die Laterna Magica mit Glasmalerei erstmals 3D sehen, durch einen 3D-Cookie ist das ganz interessant zu sehen, dass die Menschen schon in der Lage waren, 3D zu gucken, auch mit der Fotografie. Wenn man das heute zeigt, jeder kann sich vorstellen oder weiß, was 3D-Gucken ist, aber dass das früher schon anhand der Fotografie funktioniert hat, löst auch immer so ein Aha-Erlebnis aus. Dann kann ich hier an den Geräten, die Metropoli stehen, zeigen, wie es überhaupt möglich ist, dass innerhalb von einer Sekunde 25 Bilder durch einen Projektor rauschen, dabei rechts und links 96 Perforationslöcher treffen und das alles ruckelfrei auf die Leinwand bringen. Und das von der kleinen Maschine angefangen bis zur großen Maschine. Das ist der technische Teil hier im Metropoli, den man auch schön zeigen kann, warum ein Film bei 25 Bilder pro Sekunde mit einer beispielsweise 2 oder 3 Flügelblende fürs menschliche Auge flimmerfrei auf der Leinwand zu erkennen ist. Nämlich das Auge wird einfach nur getäuscht. Das ist der sogenannte Stroboskop-Effekt. Ja, das Ganze hier macht im Grunde genommen die Sammlung, die Erzählungen mit Dokumente, Zeitzeugen erst richtig rund, weil wir diese filmischen Dokumente haben. Und das Ganze hat angefangen, dass meine Frau einen 16mm Film gefunden hat auf dem Flohmarkt in Rheine, zusammen noch mit anderen Filmrollen. Mir fiel dann auf, dass nur eine Filmrolle dabei war, die eine gesunde Perforation hatte, aber der gesamte Film war hart wie ein Brett und rundum also weiß. Auf der Filmdose stand weißes Gold, was natürlich nichts mit dem Zustand des Filmes hatte, sondern der Film war restlos desolat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie man einen Film restauriert. Ich traute mich auch nicht, dort ranzugehen. Über die Fachzeitschrift Schmalfilm lernte ich dann jemanden kennen, der mir den Tipp gegeben hat, mit ganz viel Geduld und mit Feuchtigkeit diesen Film wieder etwas beweglich zu machen. Das ist mir gelungen und am Ende dabei kam heraus, dass es ein Film war, der in Rheine gedreht wurde, Ende der 50er Jahre mit dem Titel Weißes Gold. Der Film war mit einem Lichtton versehen, noch in einem guten Bildzustand und er zeigt die Salzgewinnung in der Saline in Rheine-Bendlage. Also Salzgewinnung im Westmünsterland. Mein Kontakt zum LWL, Medienzentrum für Westfalen in Münster, ist durch diesen Film entstanden, weil ich auch dort Hilfe suchte. Und der Dr. Volker Jakob öffnete mir sofort die Türen und es stellte sich dann später heraus, dass es mehrere Kopien gegeben hat, der als Schulfilm unterwegs war und ist dort aber im Laufe der Jahre durch Projektionen kaputt gegangen. Und es war nur noch ein Film jetzt tatsächlich vorhanden und das war das, was meine Frau gefunden hat. Der Film bekam dann auch gleich hier in Rheine sehr viel Aufmerksamkeit, sodass wir diesen dann in Zusammenarbeit mit der Stadt Rheine, mit dem Stadtarchiv, mit dem LWL Medienzentrum für Westfalen in Münster, dann gemeinsam in digitaler Form mit in die Medienpalette NRW bekommen haben. Das war sozusagen mein erster erfolgreicher Auftritt hier in Rheine mit einem Film und im Laufe der Jahre hat sich dann eine Ansammlung gestapelt, dass ich sagen kann, ich habe, also wenn man von Gewicht ausgeht, ich kann das nicht anders schätzen, so habe ich das mal gewogen und dann kam ich ungefähr auf 30.000 Filmminuten, von denen wir heute bereits 120 Stunden gesichtet und erfolgreich digitalisiert haben. Das Sichten der Filme ist eine
ist ein Abenteuer für sich. Wenn man diese vielen Filmspulen, also diese Filmdosen jetzt sieht, wie sie sich hier stapeln, müsste man eigentlich jeden Tag ja, eine Dose aufmachen und reingucken. Das schafft man zeitlich nicht. So ist jede Dose, die man öffnet, ein Abenteuer. Und jede Dose macht natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Es sind Klebestellen, die erneuert werden müssen. Der Film ist manchmal in einem schlechten Zustand. Ich öffne zum Beispiel eine Dose und ich rieche den Film. Ich kann also riechen, ob es ein Schwarz-Weiß-Film ist oder ein Farbfilm ist. Und manchmal habe ich auch, leider muss man sagen, Filme dabei, die also schon etwas nach Essig riechen. Dieser Essiggeruch ist für mich ein klares Zeichen, dass der dieses Vinegar-Syndrom hat. Die Dose wird sofort zugemacht und kommt raus hier nach draußen hin, um zu verhindern, dass diese befallenen Filme andere Filme anstecken. Perforationsschäden werden behoben, wie gesagt, also neue Klebestellen, alte Klebestellen werden erneuert. Und am Ende schaut man sich dann diesen Film auf einem alten Steenbeck-Tisch an. Dazu mache ich mir dann alle Aufzeichnungen. Und es kann dann sein, dass man beim Thema Bundeswehr ist zum Beispiel, oder irgendwelche Festlichkeiten. Da gibt es zum Beispiel das 75-jährige Betriebsjubiläum einer Textilfirma von CKS Kümpers in Rheine. 1954, 9 Jahre nach Kriegsende, feiert das Unternehmen mit allen Angehörigen, Betriebsangehörigen und Familienangehörigen ein Fest mit über 2.300 Besucher. Man hat also praktisch eine Kirmes auf dem Firmengelände aufgebaut. Man wollte sich gleichzeitig bei den Mitarbeitern und den Familien bedanken, dass das 9 Jahre nach Kriegsende in dem Textilbetrieb wieder so rund lief. Das ist ein Beispiel. Man findet im Grunde genommen alle Thematiken, ob das Ems-Hochwasser ist, Gebäude stehen im Fokus, Festlichkeiten, wie gesagt, und die Eisenbahn vor allen Dingen war ein ganz interessantes Thema, die Dampflok natürlich. Ja, das findet man heute alles im Archiv und hat im Grunde genommen ja, seinen Ursprung mit dem Film Weißes Gold.